schlecht starten ins Video. Du bist etwas rot, möchtest du die Luft zufächern? Okay. Also. Möchtest du noch was, Leo? Nein, okay. Hi, und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Wie schon erwähnt, immer noch die Nase. Nächste Woche hoffe ich, dass es dann endlich weg ist. Toi, toi, toi. Ah, man darf hoffen. Ja, auf jeden Fall habe ich diese Woche mal wieder ein Videothema dabei, aber ich muss auch zugeben, dass ich das Freitagsvideo die Woche auch schon direkt im Anschluss drehe, weil durch das mit der Nase bin ich ehrlich gesagt nicht unbedingt so Lust, habe ich nicht so viel Lust drauf, zweimal mich hinzusetzen und zu ersticken. Ja, also fangen wir einfach mal damit an, euch das zu erzählen. Es ist wie folgt. Vor ein paar Monaten, also ich glaube, es war schon im Dezember 2017, November, Dezember, Oktober, September, ihr wisst schon, irgendwann. Aua. Ja, da war es auf jeden Fall so, dass ich, das merke ich gleich, dass ich mit meiner Mutter geredet habe und meine Mutter hat mir erzählt, dass sie beim Blindenverband von Baden-Württemberg von Baden-Württemberg, dass sie da irgendwie davon gehört hätte und dass sie da mit einem geredet hätte und der hätte ihr von einem Gerät erzählt und das soll Leuten mit Gesichtsblindheit helfen. Und da habe ich mir gedacht, okay, interessant. Und da haben wir uns auch bei dem Blindenverband angemeldet und ja, sind wir da Mitglied. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mutter dann eine Einladung bekommen hat und ich eben auch zum Thema Vortrag. Ein Vortrag zu diesem Gerät. Oh, jetzt hat sich meine Kamera bewegt. Ja, und auf jeden Fall heißt das Gerät OHRCAM. Also O-H-R und dann C-A-M. Ja, ich musste das mal überprüfen, wisst ihr? Leichte Legasthenie, da kann man mal verweisen, was nie. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir zu diesem Vortrag gegangen sind. Und dann haben wir das Gerät vorgestellt bekommen. Und ich dachte, weil ich das Gerät vorgestellt bekommen habe, erzähle ich euch jetzt mal die Pros und die Kontras, die ich aus dem Vortrag mir persönlich herausgezogen habe. Und werde euch mal erzählen, um was es da überhaupt geht. Also die OHRCAM ist eine Kamera, die man auf eine Brille aufsetzen kann. Also wenn man eine Brille auf hat, kann man das hier an die Seite tun. Und es erkennt dann für dich Dinge. Oder eben auch Menschen, wenn es denn, ja. Und dann zum Beispiel beim Vortrag wurde jetzt gesagt, es liest dir dann zum Beispiel mit der Stimme, die ungefähr so ist wie die von Google Übersetzer oder so. So eine Mischung aus Google Übersetzer und Siri, also kann man schon so sagen. Liest sie dann vor, wenn du einen Text hast. Und den kannst du dann zum Beispiel dir vorlesen lassen oder kannst du auch nur so Teile vorlesen lassen. Oder du kannst die Türe zumachen zum Klo, weil der Hase gerade draußen ist. ja, und dann kannst du dir zum Beispiel dann vorlesen lassen, so ganze Bücher oder eben auch nur kurze Abschnitte. Und dann hast du einfach die Option, dass du es dir vorlesen kannst, wenn du nicht so gut siehst. Ja. Und dann kannst du trotzdem weiter die Zeitung lesen zum Beispiel. Was es auch kann, ist, wenn du Leute hast, die du kennst, kannst du die in das Gerät einspeichern und kannst dann, wenn die in dein Sichtfeld kommen, wird dir gesagt, da zum Beispiel, da ist Sven Björn. Entschuldigung, der Name ist ein Insider bei mir in der Familie. Das ist ein bisschen lustig gewesen, aber ja. Ja, und dann wird dir halt mit dem Gerät gesagt, da ist Sven Björn. Und das ist dann halt auch so, dass es das auf so 20 Meter, ne? 20 Meter, circa 20 Meter auch noch macht. Also, dann erkennt es die Leute schneller. So, und das sind jetzt die Vorteile oder das, was es kann. Jetzt kommen wir mal zum Thema die Vorführung und ich muss sagen, ich habe mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, weil ich mir gedacht habe, das könnte was Tolles sein. Und dann aber während der Vorführung sind mir drei, vier Dinge aufgefallen, die mich persönlich gestört haben.
Also erstens, die erste Sache, die mich gestört hat, war, es erkennt keine handschriftlichen Notizen. Also nur wenn du gedruckte Sachen hast. Und selbst da gibt es dann so Probleme mit Excel-Tabellen oder auch Telefonbücher oder auch wenn dein Hase dich schmollend anguckt und das Dings war. Entschuldigt. Das erkennt es dann zum Beispiel nicht. Da hat es Probleme damit. Die zweite Sache, die mich persönlich ein bisschen gestört hat, war, es läuft viel über Gesten. Also du musst dann auf das Blatt Papier so machen, dass du das gelesen haben willst. Wenn du willst, dass es stoppt, musst du stopp machen. Und ich finde, das ist, wenn du dann zum Beispiel in einem Café sitzt oder so und du alleine bist oder irgendwas, dann stelle ich mir das total bescheuert vor, wenn du da sitzt und siehst, dich hier machst und davor über deine Zeitung oder den hier, mitten im, wenn du ganz alleine da sitzt. Und ja, ich habe jetzt nie so, dass ich so einen Moment habe, wo ich mir sagen würde, das ist mir peinlich, aber es wäre mir doch schon so ein bisschen für mich unangenehm, da sitzen zu müssen. Und ja, das zweite ist, das Teil, das nudelt etwas runter. Also ich finde, wenn du da, das dritte ist, wir waren schon beim zweiten, das dritte ist, es nudelt den Text wirklich einfach runter. Also da gibt es keine Atempausen, kein Ding, sondern einfach nur so runtergeseiert. Und dafür finde ich die Stimme von dem Gerät noch nicht angenehm genug für mich und muss sagen, dass ich das dann eher unangenehm finde, wenn da jemand sitzt und ohne Pause dir was vorliest, selbst dann, wenn du noch aufs Klo gehst. Entschuldigung, das ist halt schon, ich kenne diese Geschichte. Ja, die vierte Sache, die ich als sehr problematisch betrachte, als jemand, also ich bin ja jemand, ich gehe nicht gerne vor die Tür und zwar überhaupt nicht gerne. Und wenn ich dann vor der Tür bin, dann mag ich es auch nicht, wenn ich lange draußen sein muss. Und da bin ich eher so jemand, ich versuche dann das so kurz wie möglich zu halten. Und wenn du dieses Gerät dir zulegen möchtest, also wenn du sagst, okay, die ganzen Sachen stören mich nicht so, dann musst du erst zu einem Optiker, da gibt es aber noch nicht so viele davon, die dir das verkaufen, hinfahren, dich dort beraten lassen, es testen. Und aktuell im Stand, es kann natürlich auch schon sein, dass es jetzt wieder anders ist, aber zum Stand des Vortrags war es so, dass du dann nochmal ein zweites Mal, also es sind ungefähr 2 Stunden Zeitaufwand Minimum, hinfahren hättest müssen und dann noch der Verkäufer oder der Berater von diesem Gerät, also von der Firma vom Gerät, dir nochmal bestätigen muss, dass das bei dir wirklich gut funktioniert. Ja, dann kommen wir zu dem Punkt 5, der fand ich am allerschwierigsten. Es hat einen happigen Preis. Wirklich, das Teil ist sehr teuer. Es ist so, wenn du nicht mehr als 0,1 siehst, ne? 0,1, ja. Dann kriegst du das Gerät, wenn du es beantragst, von deiner Kasse gezahlt. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen, aber das ist so dieses eigene Erlebensfeld. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Asperger oder ein anderer Autist schlechte Augen hat. Weil ich meine, ich wäre mal froh, wenn ich mal nur ein bisschen weniger sehen würde, aber ich mache hier auf und habe direkt einen Blick gefühlt wie 4K-Monitor, also. Es ist dann mit schlecht sehen, kriegt man das Gerät nicht. Und das zweite Ding ist, also dadurch, dass man es nicht so kriegt, muss man dann natürlich, wenn man es möchte, den vollen Preis zahlen. Und der volle Preis von dem Gerät ist ca. 3600. 3000, also irgendwas zwischen 3500 und 3700. Ich habe da nicht mehr so genau zugehört, muss ich zugeben. Da war ich schon fixiert auf die zwei Typen mit dem Handy, aber das ist dann die Geschichte, die ich euch am Freitag erzähle. Ja, und die letzte Sache, die sechste Sache, wegen der, die mich dann davon abhält, im Moment mir noch zuzulegen, aber es im Auge zu behalten, es weiter zu beobachten, wie das sich entwickelt. Im Auge will ich gar nichts haben, das tut saumäßig weh. Also, ja. Also mich weiter zu beobachten, wie sich das wie es sich weiterentwickelt. So, jetzt aber. An dem Satz bin ich jetzt aber gestolpert.
ist die Tatsache, dass es im Moment noch so ist. Also bei der Vorführung kann natürlich der Vorführungseffekt sein, war es oft so, dass das Gerät hier und da dann mal nicht funktioniert hat. Und dass es dann doch wieder ein bisschen problematisch geworden ist und dass es dann doch nicht ganz so zuverlässig war in dem Moment. Und ja, natürlich ist es für jemanden, der das Gerät kennt, einfacher als für jemanden, der das Gerät neu hat. Aber ich habe mir gedacht, wenn das Gerät noch so kompliziert ist, dann möchte ich es lieber nicht haben. So, und jetzt kommen wir noch zu kleinen Extrasachen. Also nicht so zu dem großen Problem, sondern das ist eher so für mich persönlich problematisch, wo ich sagen würde, es ist im Moment so, dass es das Gerät in der Variante nur mit Bluetooth gibt. Und ich für meinen Teil, ich finde es irgendwie ein ganz, ganz unangenehmen Gedanken, mir irgendwas, was die ganze Zeit strahlt, direkt am Gehirn zu haben. Weil die Brille trägt man ja hier. Oder ist hier ja der Schädel. Und der Schädel ist jetzt nicht so dick, dass er die ganze Strahlung abfängt. Und ich finde das für mich so ein unangenehmer Gedanken, dass ich da ein Objekt am Kopf habe, was die ganze Zeit endlos strahlt. Und das nur in Anführungszeichen dafür, dass ich weiß, dass der Typ daneben der Eierbauer ist oder der Käsemacher. Und die zweite Sache, die mich noch so ein bisschen gestört hat, ist, wenn du die Leute für das Gerät mit dem Gesicht vermerken möchtest, musst du an den Leuten so hoch und runter mit dem Gerät, die müssen dir was erzählen und so weiter. Und das für, glaube ich, 20, 30 Sekunden, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Und ich finde den Gedanken unangenehm, das so machen zu müssen. Also ich habe gedacht, da kannst du dir halt einfach so ein Bild nehmen und das einspeichern und dann reicht es. Aber also im Moment ist das Gerät für mich noch nichts. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten und wenn es dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es tatsächlich interessanter wird, dann entschuldigt mich, das ist mein. Okay, wenn das Gerät interessanter wird, dann werde ich auf jeden Fall euch wieder Bescheid geben. Im Moment ist es einfach eben noch nicht für mich gut, aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch nach diesem Gerät informieren, indem ihr es einfach mal googelt oder sowas, so wie ich es eben auch machen würde im Normalfall. Ich muss jetzt leider an diesem Punkt das Video beenden, weil mein Hase ist gerade ganz erschrocken und ich auch. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.